Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einem neuen Video von Minecraft Namenlos. Ja, gestern haben wir einen kleinen, aber feinen Livestream gehabt, wo wir dieses Haus, was ihr schon im Hintergrund sehen könnt, gemeinsam erbaut haben, sofern ihr dabei wart. Falls ihr nicht dabei wart, könnt ihr ja jederzeit auf Twitch gehen. Dort sollte der Livestream als Video verfügbar sein, wenn ihr euch anschauen wollt, wie wir das Ganze gebaut haben. Ja, ist eine kleine, aber feine Hütte mit so zwei Fenstern, mit Ausblick auf so zwei so Teiche. Unser Bett haben wir schon hierher transportiert. Und ja, das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach wieder mal zurück zu unserer alten Base. Denn ich würde gerne dort weitermachen, wo wir in der letzten Folge, also im letzten Video, stehen geblieben sind, nämlich mit pardon, ich bin ein bisschen verschnupft und ein bisschen krank, deswegen klingt vielleicht meine Stimme jetzt auch etwas kratzig oder ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Ja, genau, ich wollte dort weitermachen, wo wir aufgehört haben, nämlich mit Ender.io. Und wir waren ja dabei stehen geblieben, dieses Grains of Infinity herzustellen. Also, wo wir den Bedrock anzünden und dann sollte ja dieses Grains of Infinity herauskommen. Das hat ja aber bei uns nicht ganz so gut funktioniert. Aber ich habe mittlerweile den Fehler herausgefunden und das möchte ich euch ganz kurz zeigen. Ich habe eh noch das Feuerzeug mit im Inventar. Und wir gehen nochmal ganz schnell runter auf Bedrock-Ebene. Auf Bedrock-Höhe. Zack. Und genau. So, wo war denn das? Ich glaube, hier runter. Hier lang, genau. Hier sind wir runter zum Bedrock gekommen. Da haben wir uns runtergegraben. Genau. Und passt auf. Das Ganze muss nämlich so ablaufen. Wir zünden den Bedrock an. Ich zünde jetzt gleich mal mehrere an. Und der Trick ist es, ist einfach von natürlich ausgehen zu lassen. Also wir müssen das jetzt zum Ende abbrennen lassen. Und dann haben wir eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass eben so ein Grains of Infinity rauskommt. Ich habe auch schon ein paar bekommen, weil ich das ausprobiert habe, ob das wirklich stimmt, diese Information. Ja, natürlich haben wir jetzt Pech und das. Ah, da haben wir eins, das rausgekommen ist. Guckt, hier haben wir ein Grains of Infinite. Nicht in. Doch, Infinity, doch. Grains of Infinity. Also einfach Bedrock anzünden, abbrennen lassen und dann kommt mit ein bisschen Glück eben so ein Grains of Infinity raus. So, ich habe mich kurz räuspern müssen, tut mir leid. Ah, da ist wieder eins rausgekommen, jawohl, und noch eins. Jetzt warten wir das nochmal schnell ab, ob da noch was rauskommt oder nicht. Jawohl, da haben wir auch noch eins rausbekommen. Also so selten sind die gar nicht und so schwer zu beschaffen ist das auch nicht. Grabt euch einfach runter bis zum Bedrock und dann zündet ein paar Bedrocks an. Ihr habt eine 50%ige Wahrscheinlichkeit. Also wenn ihr 100 anzündet, sollten 50 dabei rauskommen. Ist jetzt nicht allzu schlecht, ist jetzt auch nicht die beste Quote, aber auch nicht die schlechteste. Geht schlechter. So. Wir schwimmen ganz schnell unseren kleinen Wasserstrom hier hinauf, den Wasseraufzug. Und wir müssen jetzt echt schauen, dass wir mal gut essen bekommen. Weil unser Pferdefleisch, das wir damals erfahren haben, wie wir auf der Suche nach Kühen waren, das geht schon langsam zu Ende. Wir haben zwar noch ein bisschen Fleisch in der Kiste, das können wir auf jeden Fall noch durchbraten. Das werde ich jetzt auch dann gleich machen. Aber wir müssen schauen, dass wir nachhaltige Nahrungsquellen uns besorgen. Und da eignen sich natürlich Weizen und diverse Pflanzen ganz gut. Und dafür brauchen wir jetzt Ender.io, weil da gibt es so ein kleines Farming-System, dass sich das automatisch macht. Also dass die Pflanzen automatisch aberntet und wieder anpflanzt. Genau. Und so, was sollte ich jetzt machen? Ich weiß es nicht mehr. Genau, ich wollte das Essen noch durchbraten. Wir haben hier noch ein bisschen Fleisch. Aber das ist halt auch nicht mehr so viel. Und wenn das
Wenn das weg ist, dann haben wir ein kleines Problem. Also ich brate das nochmal schnell durch. Aber ja, ihr seht schon, wir sind etwas knapp an Nahrung. Wir haben auch kein einziges Pferdefleisch mehr. So, dann esse ich mal schnell was von diesem Fleisch hier. Upsi. Zack. Das können wir nochmal durchbraten. Da haben wir noch ein bisschen was. Aber wie gesagt, nicht mehr besonders viel. So, da oben in die Kiste reintun. Dann wird das Ganze auch schön durchgebraten. Kann man das überhaupt durchbraten? Nein, natürlich nicht. Gut, nutzlos. Dann esse ich das nochmal schnell auf. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz auch wieder. Jawohl, jetzt regeneriere ich. Sollte ich regenerieren? Jawohl. Bisschen regeneriere ich auf jeden Fall. Gut. Und wir. Okay, das Bett haben wir drüben natürlich lassen. Ja, egal, die Nacht werden wir durchstehen. Da werden jetzt hoffentlich nicht so viele. Wurscht. Die paar Meter laufe ich schnell und lege mich schnell ins Bett hinein. Und dann schauen wir, dass wir das neue NDIO-Zeug craften können. Ich glaube, ich werde zwischen den nächsten Folgen einfach mal unser ganzes Zeug auch rüber transportieren zu unserem Haus. Also, dass wir auch die ganze Produktionskette und den Windgenerator und so drüben bei unserem Haus haben. Da müssen wir nicht immer hin und her laufen, wenn wir das eine oder andere brauchen. So. Genau. Wir wollten uns nämlich den Alloy-Smelter craften und dazu brauchten wir eben so ein Grains of Infinity. Aber das sollte ja. Also, das haben wir ja jetzt. Und jetzt muss ich schauen, was wir sonst noch brauchen zum Craften. So, schauen wir mal. Alloy Smelter. Wir machen zunächst mal den Simple und dann können wir ja den normalen machen. Gut, dazu brauchen wir Stein, Eisen und Öfen und eben dieses Grains of Infinity. Bisschen Eisen, okay. Und dazu brauchen wir dann Energized Alloy, okay. Und das müssen wir wahrscheinlich dann schon. Okay, das müssen wir dann schon mit dem Alloy-Smelter herstellen. Also machen wir zunächst mal. Ich nehme mal das Bett mit, weil wir werden jetzt einstweilen eher drüben arbeiten und deswegen, falls nochmal Nacht werden sollte, können wir dann drüben gleich schlafen gehen. So, zack, zack. Schnell herübergeschwommen und dann sollte das eigentlich passen, weil die Rohstoffe sollten wir ja eigentlich alle haben. Also Stein haben wir auf jeden Fall, Eisen sollten wir auch genug haben und ja, so eins zu eins sollte das Essen, habe ich nichts reingegeben, okay, egal. Dann stellen wir das Bett jetzt zweimal daher. Und genau. Dann schauen wir mal. Also wir brauchen Stein. Das machen wir mit eben mit Cobblestone und Sticks. Jawohl. Habe ich Cobblestone im Inventar? Nein, habe ich gerade nicht. Aber da habe ich genug drinnen. So, dann craften wir das Ganze mal. Oh, okay, uns fehlen zwei Sticks natürlich. So. Ganz geschwind gecraftet. Dann zack. Zack. Einmal. Okay, wir können es noch einmal. Haben wir noch ein bisschen Holz? Ja, haben wir nur sogar noch. Nehmen wir von dem mal zwei. Haben wir wieder vier. Jawohl. So, zack. Jawohl. Haben wir mal die zwei Stein-Dinger. Dann brauchen wir das noch. Dazu brauchen wir Eisen. Okay, ich habe kein Eisen gerade dabei, aber das sollte eben noch genug da sein. Das habe ich wahrscheinlich im Backpack drinnen, oder? Nein. Wo habe ich denn mein Eisen hingetan? Ah, das habe ich. Ich weiß schon. Das habe ich hier in die Ingot-Kiste. Jawohl, da haben wir noch mehr als ein Stack über. Das sollte auf jeden Fall reichen.
So, einmal. Jawohl. Dann werfen wir die Blume einfach raus. So, so. Und schon können wir uns ein so ein Simple Craft, so ein Simple Dings craften. Dann brauchen wir noch einen Bucket. Okay, Inventory ist voll. Ah, okay. Na gut. So. Dann haben wir uns zwei in die Türen raus, damit wir es zurücknehmen können. So, dann den Bucket. Einen. Oh. Mann, das ist echt ein Problem mit unserem Inventar mittlerweile. Wir sind immer so zugemüllt. Da brauchen wir noch einen Ofen. Nehmen wir das wieder zurück, jawohl. Und schon können wir uns den Simple Alloy Smelter herstellen. Jawohl. Das Ganze muss dann noch an den Strom angeschlossen werden. Ich würde sagen, den stellen wir hier einfach so drüber. Oder hier drunter können wir das stellen. Dann stellen wir das hier dazwischen. Jawohl, da haben wir auch schon den Strom. Tada, Strom ist schon voll. Und wir haben den Simple Alloy Smelter. Und damit würde ich sagen, war es das für diese Folge. Der Start mit Ender.io ist getan. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, denn sonst bekommt ihr keine Benachrichtigungen. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, macht's gut, bis dann und ciao.